for English satellite push, satellite bat. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Mein Intro-Tierchen für euch. Mal wieder was aus der Boa-Rubrik. Boa Constrictor Occidentalis, ne, die argentinische Boa. Also die von allen Boa-Arten, Unterarten, die südlichste. Früher relativ viel in der Terraristik, würde ich sagen. Und eine Zeit lang das totale Boomtier sozusagen. Durch das, dass sie WA1 ist, Anhang A, man braucht CITES dafür. Man muss sie chippen am besten oder Foto-CITES. Ich glaube, das hat wegen, in Anführungsstrich, den Spaß verdorben am Züchten, leider. Wirklich tolle Boa, wird auch relativ groß für eine Boa-Konstrikte, also bestimmt so 2,5 Meter. Kräftig, immer brave, schöne, anständige Tiere. Wie gesagt, wunderschön aus meiner Sicht. Als Baby noch heller wie das, was wir jetzt hier sehen. Also das ist so ein anderthalb, knapp zweijähriges Tier. Als Baby noch deutlich heller. Wird immer dunkler, umso größer sie werden. Also ich finde sie eine ganz tolle Schlange und deswegen wollte ich die euch heute als Intro-Tierchen zeigen. Wir hatten euch in der früheren Folge schon mal die Gila-Echsen vorgestellt. Heloderma suspectum. Heute sind es die Skorpion-Krustenechsen, also es gibt zwei giftige Echsen in unserer Reptilienwelt. Das sind eben diese Gilas, die wir schon mal gezeigt haben, und sind eben diese Skorpion-Krustenechsen. Ne? Beide gehören zur Gattung Heloderma. In dem Fall haben wir die Unterart aus Sinaloa, Mexiko, Heloderma horridum exasperatum. Ne? Das ist auch so ein Zungenbrecher. Die Skorpionkrustenechsen sehen schon alle ein bisschen ähnlich aus, also auch die verschiedenen Unterarten haben, sind schon stark ähnlich zueinander. Insgesamt, deswegen habe ich die hier so auf den Tisch gesetzt, sind es doch relativ gechillte Tiere. Und wenn man denen dann noch so ein Ei mit dazu gibt, dann sind die so mit dem Ei oder mit der Eischale beschäftigt, dass da nichts groß anbrennt oder nichts passieren kann. Ich wollte sie euch zeigen. Ich kann sie natürlich schlecht auf der Hand halten oder wenn ich hier mit Handschuhe oder das Tier hinterm Kopf halte. Sieht vielleicht ein bisschen blöd aus. Deswegen habe ich so diese Variante hier gewählt. Was man eben dazu sagen muss, gleich zu Anfang, also sie sind giftig. Sie sind wirklich auch potent giftig. Eine Bissverletzung führt nicht zum Tode oder zumindest sind keine Todesfälle bekannt bei gesunden Menschen. Aber es ist schon ein sehr potentes Gift. Es tut wahnsinnig weh, wenn die beißen. Und ihr habt natürlich ernsthaft Probleme. Also ihr müsst auf jeden Fall zum Arzt, ins Krankenhaus oder sonstiges. Also von dem her, das ist jetzt kein Terrarientier, was sich irgendein Einsteiger kaufen kann oder ein Jugendlicher kaufen kann oder, wie gesagt, jemand ohne Erfahrung, sondern das ist wirklich was für absolut erfahrene Terrarianer. Als vorher schon angesprochen, Herkunftsgebiet ist Mittelamerika von den Tieren. Es ist schon eher eine größere Echse, also die werden 70, 80 cm groß. Entsprechend braucht auch ein relativ großes Terrarium. Ich würde sagen, so ein Bardagamen-Terrarium, oder das ist das, was ich als, was so mein Tipp ist, oder wenn mich jemand fragt, wie man denn die am besten hält. Im Prinzip ein Bardagamen-Terrarium, ne? Meter 20, beziehungsweise besser Meter 50 mal 60 oder Meter 50 mal 80 sogar, kann man Pärchen drin halten. Von der Beleuchtung nicht ganz so heiß und hell wie Bardagamen, aber schon ähnlich. Ne? Also wenn ich jetzt hier das 1,50 Meter Terrarium habe, gibt es so als Set, dann würde ich nicht die vielleicht keine 2x100 Watt reinmachen, sondern ich mache einfach 2x70 Watt als Beleuchtung rein. Und dann habe ich im Prinzip ein perfektes Heloderma-Terrarium. Ne? Auch als Einstreu verwenden wir dieses Holzeinstreu. Machen wir mal das Ei wieder ein wenig zurück, dass die Jungs hier wieder ein bisschen in die Tischmitte gehen. Ja, eben Einstreu, also wir verwenden Holzeinstreu. Sand ist bestimmt auch in Ordnung. Es sind
ich wollte schon gerade sagen, sind tagaktive Tiere, stimmt eigentlich auch nicht so ganz. Zum Teil sind sie auch in der Dämmerung unterwegs. Ich glaube, also insgesamt sind es recht gemächliche Tiere, ne, wie ich schon zum Intro gesagt habe. Ne? Also sie leben viel versteckt, sie bewegen sich sehr langsam. Wenn sie auf Futtersuche gehen, das sind jetzt auch keine begnadeten Jäger, die da irgendwelchen Nagetieren oder womöglich Vögeln hinterherjagen, ne? Das sieht man ja schon alles hier, sondern eben das Futter beschränkt sich eher auf langsamere Dinge. Also das können nestjunge Mäuse, nestjunge Ratten, nestjunge Vögel oder eben Vogeleier, wie wir hier haben, beziehungsweise auch andere Eier, ne? Also wenn da irgendwelche Reptilieneier oder sonst was sind. Also sie fressen im Prinzip alles, was nicht wahnsinnig schnell wegrennt. Ne? Insgesamt haben sie einen recht langsamen Stoffwechsel. Also es ist jetzt auch bei der Fütterung, es ist jetzt eben keine Badergame, wo ich jeden Tag fütter, sondern wenn ihr so Tiere besitzt, geht sparsam wegen dem Futter um. Es bringt nichts, wenn ihr die total fett und groß und dick füttert. Ich glaube, dass das für die Gesundheit nicht zuträglich ist, sondern seid langsam beim Füttern. Also wir füttern diese Jungtiere hier einmal die Woche. Da kriegen die so eine, sagen wir mal, eine behaarte Babymaus. Und mehr auf keinen Fall geben. Ne? Oder wie gesagt, man kann Eier füttern, aber auch bloß einmal die Woche adulte Tiere, sogar im Prinzip bloß alle 2 Wochen und alle 3 Wochen füttern. Die Helodermas horridum und auch die Suspectum wurden die letzten Jahre eigentlich gar nicht schlecht gezüchtet. Also vor, wo ich angefangen habe als Terrarianer, da war es noch eine totale Rarität. Mittlerweile gibt es doch einige, die sie züchten. Sie lassen sich relativ gut im Terrarium züchten und vermehren. Der Zuchtauslöser ist auf jeden Fall die Winterruhe. Ne? Die machen 2, 3, 4 Monate Winterruhe, vielleicht je nach Verbreitungsgebiet. Da fährt man die Temperatur runter auf unter 20 Grad. Und wenn es im Frühjahr heiß wird, wachen die auf, kommen die raus und fangen das Paaren an. Ne? Die Tiere sind eierlegend und eben mit circa 2 Jahren sind sie geschlechtsreif. Ne? Also die Fütterung, wie ich sie vorher beschrieben habe, wenn man die Jungtiere einmal die Woche füttert, wachsen die trotzdem relativ schnell. Und mit ungefähr 2 Jahren kann man schon damit züchten und kann die schon verpaaren. Geschlechtsunterschiede sind nicht einfach. So Jungtiere, würde ich sagen, ist fast unmöglich, die Geschlechter zu unterscheiden. Bei adulten Tieren kann man anhand von der Kopfform gucken. Ne? Die Männer haben deutlich wuchtigere Köpfe. Man kann an der Schwanzwurzel wegschauen. Ne? Entsprechend wie bei anderen Echsen auch sind die Schwanzwurzeln ein bisschen verdickt durch die Hemipenistaschen. So kann man die Geschlechter bestimmen. Ist aber auch nicht, wie gesagt, ist nicht ganz einfach. Aber bei adulten Tieren lässt sich es dann schon relativ klar und gut sagen. Das war heute mal zumindest vom Setting ein ganz anderer Aufbau hier mit meinen 3 Kollegen auf dem Tisch. Dürft euch gern dazu äußern, was ihr davon haltet, so nach dem Motto, Mensch, Stefan, wie kann man 3 giftige Echsen auf den Tisch setzen und hier wegen mit dem Schlangenhaken die im Zaum halten. Ich glaube, es ging ganz gut. Wie gesagt, ich wollte sie euch zeigen. Ist ja immer schwer zu sagen, welche man nimmt, weil sie sind eigentlich ja alle wunderhübsch. Ne? Von der Farbe, von der Zeichnung sind ja echt wunderhübsche Echsen. Insgesamt Haltung von giftigen Tieren. Also ihr wisst, ich verkaufe keine Giftschlangen. Bei den Echsen, bei den Heloderma, die bieten mir zum Verkauf an, um einen Bissunfall von den Helodermen zu haben. Ich glaube, da muss schon viel blöd passieren. Ne? Also mir sind keine Bissunfälle oder fast keine bekannt. Doch ein Bekannter von mir ist mal gebissen worden aus USA vor vielen Jahren. Der hat berichtet, wie schmerzhaft dieser Biss ist, wie extrem schmerzhaft, dass er das nie mehr haben will. Ansonsten sind mir keine Bissunfälle bekannt. Aber nochmal ganz klar der Hinweis, wirklich nur für absolut erfahrene Terrarianer. Nichts zum Rumprotzen oder was weiß ich was. Aber sonst sind es schon tolle Terrarientiere. Wie gesagt, lassen sich auch gut züchten, toll vermehren. Und deswegen wollte ich euch heute die Skorpion-Kruschtenechsen einmal zeigen. Ja, gern euer Feedback dazu. Daumen hoch geben, wenn es euch gefallen hat.
Wenn es euch nicht gefallen hat, behaltet es für euch. Ansonsten bleibt mir treu und passt auf die Heloderme auf, dass ihr nicht gebissen werdet.